Ja, was man hier ganz gut jetzt sehen kann, ist mein ausgedruckter 1:1-Plan. Dadurch kriegt man irgendwie erstmal so eine Dimension, was wir bauen. Wenn man das viel am PC sieht, dann ja, zoomst halt ein bisschen rein, zoomst wieder ein bisschen raus. Und denkst, ja, so groß ist das gar nicht. Und auch mit unseren Elektronikern, wo viele neu sind, die gucken, also ja, so groß ist das nicht. Und dann rollst du das hier aus und dann sagst du so, ja, ich habe so 13 Meter Bahn bestellen lassen. Und dann legst du es hin und denkst so, ja, es ist doch ein ganzer Sprung an Anlage. So, und es sind dann ein paar Quadratmeter, die wir bauen. Wenn man direkt auf den Plan guckt, das ein bisschen dunklere gedruckte ist meine Bahn, die ich hier später einbaue. Dann sieht man im Groben schon ein paar Häuser hier stehen und ein paar Maße. Das sind für mich so die Grundmaße, die sich ergeben. So. Vieles ist für mich dann zum Beispiel wichtig, wenn man hier vorne ein bisschen hinguckt, dann steht hier eine 2%, 600 Grad und ab hier zum Beispiel kommt dann die digitale Wasserwaage zum Beispiel zum Einsatz, weil ich genau weiß, ich muss von hier steige ich über den ganzen Weg mit 2%, weil ich oftmals auch irgendwann mal eine Brücke bauen muss. So, und überhaupt diese Höhe hinzukriegen, muss ich teilweise eine extra Schleife drehen. So, deswegen ist es schon immer eine krasse Vorplanung, auch wenn man selber Chef, der immer grob in seinem Kopf schon rechnen muss, okay, wie lang muss die Strecke sein, dass ich quasi 8 cm überbrücken kann, weil die muss ich haben. Ja, und klar kommen dann relativ schnell auch von euch, von Stabila, die ersten Werkzeuge im Gange. Deswegen steht ja auch der Laser. Denn jetzt geht es für mich los. Ich muss erstmal einen Meterstrich finden. Denn wir bauen auf der anderen Seite kommt Bolivien hin. Wir verbinden es ja mit der großen Brücke. Heißt, es bringt ja nichts, dass wir irgendwo rauskommen. Und dann ist es schon wichtig, dass man den Meterriss festlegt. Gerade in diesen alten Gemäuern, hier ist alles aber immer nichts gerade. Man kann zwar sagen, ja, der Fußboden sieht gut aus, ja, aber der ist halt auch immer mal geschüttet worden, ein bisschen mit Ausgleichsmasse und das war's. Deswegen nutzen wir später auch noch den Laser und ansonsten, klar, also was haben wir noch? Also es wird dann halt super wild und deswegen habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht, was hier zum Beispiel entstehen. Hier kommt eine ganze Stadt hin, was ich schon sagte, die ist halt kunterbunt und ja, das sind halt dann die Bilder, die wir irgendwie uns ausdrucken. Und schon, ich meine, das ist ein Bild, was wir erzeugen wollen. So, und das ist tatsächlich noch mitten in dem Gebiet, bevor es dann tatsächlich ins Brachland übergeht und wir eigentlich nur noch grau arbeiten. Es stehen wirklich Bäume nur noch da, wo Oasen sind. Und ansonsten wird dieser Bauabschnitt halt relativ, ja, sandig. Ja, aber das ist so quasi den Start, den wir immer haben. Ja, wild. Als erstes bauen wir, man kann später nochmal dahin bei denen gucken. Ich fange jetzt an, die Schattenbahnhöfe zu bauen. Wir müssen hier mit dem Stahlgerüst bauen. Da, klar, kann man wieder sagen, Vorteil, es gibt mittlerweile Wasserwagen, die Magnethalterung haben von euch. Ja, ist halt cool. Macht das Leben total simpel. Wie oft habe ich früher schon mal eine Wasserwaage irgendwo raufgestellt? Ich kann mich sogar tatsächlich gerade erinnern, wie ich es erzähle. Ich habe früher Wasserwagen genommen und habe von uns hier Magneten genommen, habe die reingeklebt, damit ich die irgendwie unter den Stahl setzen kann. Ich meine, heutzutage heißt es, ja, nimmst du einfach eine Magnetwasserwaage. Ja, gab es damals nicht. Also 15 Jahre Wunderland, man merkt einfach auch mal, ja, wie Wasserwagen und Messwerkzeuge sich krass verändert haben. So. Ja, das macht es halt mittlerweile also einfacher und als Handwerker schwärmt man einfach mittlerweile davon, wie einfach es wird. Ja, und dann schmeiße ich nochmal den Laser an. So, sehr schön. Den Vorteil, den ich natürlich jetzt besitze, ich gebe quasi jetzt den Kollegen da drüben ihre Maß vor. Das ist immer ganz nett, weil viele immer so, ja, das vorgeben, dann denke ich mal so, naja, Moment mal, ich gebe jetzt hier mir selber ja mein Maß vor, ihr müsst euch irgendwie anpassen. Also mir ist das am Ende egal. So, wo ist er denn? So, mit ein bisschen Glück sind wir schon fast da, wo wir hinwollen, ne? Bitte, wo wollen wir denn grob hin? Ich nehme den mal spaßeshalber nur da. So, und bevor ich jetzt hier lüge, was haben wir denn? 1,3 Meter. Sag mal, das ist ja mal. Das ist mal ganz schick. Hier haben wir schon mal 1 Zentimeter.
Weil das ist immer so das Schöne, was man auch sagen muss. Ich meine, das ist so alter Speicher, den ja, weil wir uns ja im neuen Speicher befinden, ist es ja noch relativ simpel, weil wir den komplett selbst entkernt haben, komplett neuer Boden reinkamen. Wenn wir drüben sind, habe ich alleine schon, als wir damals Italien gebaut haben, machte hinter einer Wand, ging mein Boden 6 cm runter. So, und da bist du natürlich ohne Laser schon mal ausgeschmissen. Wiederum darf man dann bei seinen ganzen Maßen, die auf dem Boden stehen, immer nicht vergessen, von wo man misst. Also wir haben damals dann festgelegt, okay, wir legen fest, wir messen immer von Tischunterkante. Aber dann habe ich den Modellbauchef, der vorbeikommt und sagt so, ja, das, Christian, das brauchst du dann hier alles auf 1 Meter. Und dann ist man so, denk dran, der Fußboden 6 cm. Und dann so, ach so. Ja, es ist wild. Wie gesagt, also teilweise arbeiten wir im Millimeterbereich präzise. Und gleichzeitig trifft sich dann aber auch das Kreative dazu und das Optische. Und so, wie ich da vorne meinte mit der Stadt, wir werden die Gebäude total schrumpfen müssen, damit sie überhaupt in der Masse als Stadt wirken. Würde man sie in 1:87 bauen, stehen da 3 Gebäude und jeder wird sagen, ja, es sind 3 Gebäude und ihr redet von einer Stadt. Ja, super wild. So, aber wir wollen ja auf den Meter hier kommen. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Es klingt immer ein bisschen urig, aber eigentlich ist es dann schon immer so ein krasser Meilenstein, den man jetzt legt. Da an so einem einfachen Strich, den man jetzt überall markiert, legen wir am Ende ja fest, wo alles weitergebaut wird. Also, wo ich denke, so krass, früher die Angst gehabt, mittlerweile weiß man Gott sei Dank, so, woran man hier ist. Und dass man einfach sagt, gut, wir legen das jetzt fest und dann seid ihr live in Farbe dabei, wo wir festlegen, wie wir jetzt diese Anlage hier bauen wollen.